erklärt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Band und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch? In dem er stöhnt, liegt, dem Menschen heiligt, aussieht, handelt, abwirkt und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und bekiest er, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Ein Mensch geht um die Ecke, den man weg im Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat mit dem Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kegel mit dem Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder